Die Rad AG mit Sitz in Wien ist auf die Erzeugung von feuerfesten Materialien spezialisiert. Das Unternehmen ist ein Microcap und wird an der Börse Wien im amtlichen Handel gehandelt. Wir sprachen im Interview mit Herrn Andreas Pneisel, CFO und CSO, über Produkte und Dienstleistungen, Kunden sowie die Aussichten. Ja, die Rad AG ist ein Feuerfestanbieter, ein Feuerfestproduzent seit über 125 Jahren. Wir befinden uns im Jahr 2017 im 126. Jahr und wir produzieren Schamotteprodukte, Silimanitprodukte, Mullitprodukte, Korundprodukte, feuerfeste Materialien für Hochtechnologieanwendungen. Das heißt, auf der einen Seite für klassische Hochöfen aus der Stahlindustrie, aber auch für Schmelzöfen, für Glaswannen, für Aluminiumschmelzen, darüber hinaus aber auch für Titanoxidhersteller, wo hochfeste, abrasive Materialien notwendig sind, um der Hitze standzuhalten. Wir fühlen uns wohl bis 1800 Grad Celsius. Ab 1000 Grad Celsius, das ist so unsere Bandbreite, wo wir uns bewegen. Die Rad ist spezialisiert im Feuerfestbereich nicht nur auf die Produktion weltweit auf 5 Standorten von feuerfesten Produkten. Wir sind auch spezialisiert auf Dienstleistungen. Im Rahmen unserer Anfragen von Kunden ist es oft so, dass wir nicht mehr nur für Waren, Produkte angefragt werden, sondern für mehr. Für das Engineering, für die Montage, aber auch für Supervision. Das heißt, die Firma Rad ist heute in der glücklichen Lage, als eines der wenigen Unternehmen weltweit, dass wir alles aus einer Hand anbieten können. Das Produkt, das Engineering, die Montage und die Supervision, das alles ist für uns in der Gruppe das Gesamtprodukt. Dieses Gesamtprodukt versuchen wir immer mehr am Markt unterzubekommen, denn wir haben eines in den letzten 10 bis 15 Jahren gelernt, nur ein reiner Warenlieferant aus Produktionen von Europa und Amerika wird allalong nicht reichen. Wir werden den Kostendruck, den wir bekommen durch die Chinesen oder auch indische Produktionen, dem werden wir nicht standhalten können. Da hilft es auch nicht, wenn wir noch so mehr auf Qualität setzen. Da ist es wesentlich, dass wir eine Dienstleistung um unser Produkt anbieten können, das so ein Rundum-Sorglos-Paket für unseren Kunden darstellt. Im Wesentlichen gibt es 5 Branchen, die wir beliefern dürfen. Erstens Metals. Im Bereich Metals sind alle stahlverarbeitenden Industrien und Unternehmen. Das ist jetzt nicht nur die klassische Baustahlerzeugung, sondern allen voran die Schmiedeindustrie. In der Schmiedeindustrie legt man großen Wert darauf, dass man nicht nur ein Produkt als Warenlieferung bekommt, sondern das gesamte Engineering, das gesamte Paket mit der Ware und der Supervision nimmt. Das heißt, in der Schmiedeindustrie ist die Rad heute unter den Top 3 Anbietern in Europa. Wir sind aber auch in der Holzindustrie ganz stark voran. Man denke nur daran an einen schwedischen Möbelhersteller, der Tausende von Tonnen pro Jahr an MDF- und OSB-Platten braucht, um seine Möbel an den Mann zu bekommen. Diese Platten werden von Kunden der Firma Rad erzeugt und bei der Erzeugung dieser holzverarbeiteten Industrie fallen Späne an, die wiederum mit einer thermischen Rückgewinnung in Öfen, die die Firma Rad auskleidet, in den Energiekreislauf der jeweiligen Produktion geht. Das ist ein zweites Standbein. Darüber hinaus, aus der Ecke kommt die Radgruppe, ist die keramische Industrie. Da denken wir an Tableware wie
namhafte Unternehmen aus dem deutschen Raum, deutsch-französischen Raum, wo wir alle gerne unsere Tasse Kaffee nehmen. Das ist etwas, wo wir hochtemperaturdichte Steine liefern dürfen. Hochtemperaturdichte Steine kann hier gehen 1400 bis 1650 Grad Celsius. Das ist schon verdammt heiß. Das ist der eine Teil. Dann gibt es noch die Glasindustrie. In der Glasindustrie wissen wir alle, da gibt es Flakons für Parfum, Spezialglas. Dieses Spezialglas wird in kleineren Schmelzwannen erzeugt. Diese Schmelzwannen werden wiederum zum Teil ausgestattet mit Produkten der Firma Rath. Dann gibt es aber auch noch so innovative Gläser wie Gorilla Glass von Corning. Das wiederum sind Produkte, die in Hochleistungsöfen der Firma Rath weltweit produziert werden. Das bedeutet, heute jedes Smartphone, jedes Tablet hat einen Teil Rath in sich. Ja, die Firma Rath ist ein börsennotiertes Unternehmen, welches in Wien an der Börse notiert. Wir sind eines der Unternehmen, die eine sehr starke Eigenkapitalquote haben, nämlich nahezu 50%. Der Rest der Bilanzsumme auf der Passivseite ist im Bereich der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten, aber natürlich auch in den Finanzverbindlichkeiten, die aber einen gesunden Drittelmix ausmachen. Von daher ist die Rath-Gruppe aus einem operativen Geschäft heraus eine sehr, sehr wirtschaftliche, ertragreiche, gesunde Gruppe, die eine starke Eigenkapitalquote hat. Die Rath-Gruppe ist ein Unternehmen, das sehr stark in der Feuerfestwelt verankert ist. Wir müssen uns aber immer wieder neu erfinden. Wir haben im Jahr 2014 und 2015 sehr viele Ideen ins Unternehmen hereingeholt, haben darüber einzelne Taskforce, kleine Taskforce gebildet und haben zwei wesentliche Ideen aufgegriffen. Eine davon ist im Jahr 2016 in einer Produktionseinheit und in einer Vertriebsmannschaft gemündet, nämlich die Filtrationswelt. Die Firma Rath ist seit dem 01.01.2016 nicht mehr nur ein Feuerfestanbieter. Wir bieten auch Filtration auf keramischer Basis an. Das bedeutet, überall dort, wo Sie Stäube aufgrund von Regulativen, sprich einzelnen Ländern, gibt es CO2-Ausstoßvorgaben, die immer niedriger werden sollten. Diese gilt es zu beherrschen. Und diese Stäube werden bei Temperaturen über 250 Grad Celsius in keramischen Filterelementen der Firma Rath entstaubt. Das ist ein Business, das wir mit 01.01.16 angegangen sind, wo wir uns einen großen Wachstum erwarten, schon alleine aufgrund der Tatsache, dass im asiatischen Bereich man nicht jeden Tag die Sonne sieht, obwohl sie da wäre. Und die Asiaten sehr wohl erkannt haben, dass sie etwas ändern müssen. Und wir merken jetzt immer mehr im Jahr 2017 starke Nachfrage aus dem asiatischen Raum nach unseren Filterelementen, weil auch die Asiaten draufkommen und sagen, okay, wir müssen etwas tun, damit unsere nächste Generation auch noch die Sonne sieht. Das ist ein Zukunftsprojekt, in das die Firma Rath Geld investiert hat, eine Mannschaft investiert hat, aufgebaut hat, wo wir weltweit verkaufen, in Europa produzieren. Und das nächste Produkt wird Ende dieses Jahres auf den Markt kommen. Es wird sich hierbei um ein völlig neues Produkt der Firma Rath handeln, das aus dem Bereich der Hochtemperaturwolle kommen wird, aber so im Feuerfestmarkt noch nicht am Markt war. Und davon erhoffen wir uns dann in den Jahren 18, 19, 20 einen ordentlichen positiven Impact auf den Umsatz. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sollten Sie sich regelmäßig für News zu börsennotierten Aktiengesellschaften interessieren, dann würde es mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren würden.
einfach auf den Button hier unterhalb des Videos drücken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.